Alter Stil war, was wir dort sehen, mit ja. den Armen voraus. Ja. Ja. Und Sie haben gesagt, nein, das ist nicht, besser ist so. Richtig. Und haben Sie das mit den Armen nach hinten Jawohl. Einführen wollen? Ja. Damals haben wir mit Zimmermann gesprungen, mit den Marmels. Jawohl. War die große Chance Maurer und die kleine. Ja. Maurer, ja. Sagen Sie, wie hieß eigentlich der neue Stil, den Sie erfunden haben? Ja, das ist so. Der neue Stil ist im Prinzip der Dächerstil. Aber nur die Ski waren auseinander, aber Stil war noch gleich. Ja, so ist das. Noch heute. Ja, das ist wahr. Ja, das ist wahr. Und Sie waren der Erste, der das gemacht hat? Ja. Sie sind ja auch Flieger, glaube ich, ne? Ja. Und das ist ähnlich wie beim echten Flugzeug. Es ist die man Steuerung eines Fliegers ist hinten. Und das ist auch hinten, soweit man das möglich ist. In der größten Kompression muss man das seinen Körper steuern. Sie haben ja auch in Planitzer geflogen, glaube ich. Ne? Ja. Sie kannten den Ingenieur Blodek, sehr gut. Und auch die slowenischen Springer und Flieger Johannes haben Sie Janis Bolda zum Beispiel. Wem? Janis Bolda. Janis Bolda haben Sie gekannt. Ja, sehr gut, ja. Mi smo prišli v ta muzej zimskega športa v Davosu, predvsem zaradi vašega prijatelja, gospoda Dešerja, s katerim ste skupaj skakala. Ne? Smo pa odkrili tudi sledove vašega izumiteljskega dela, ki ste ga takrat v Davosu tukaj počeli. Ja, to je nekaj v zvezi s smučkama. Ne? Ja. 50 let nazaj. To vezal sem jaz na redu izumu in to za firmo Kandahar. Nekaj, kar je še vedno v zvezi z zimo, ne, s športom, ja. je tudi vaših izumov. Mislim, da je šlo za neko smučišče pod krovom. Ne? Ja, pod krovom. Ja. V hali. To je bil en tepih, ki se vrti, ki se tudi nagne ja. z dvem celicam, da je smučar vsred, tepih se vrti in on se smuča. To sem tukaj v Davosu naredil. So to zgradili? Zgradili in bil je en Amerikanc, mi je to odkupil in so naredili v New Yorku, so naredili tako stezo v hali. Ta prvič, to je bilo leta 1946, takoj po vojsk so naredili. Ja. Ampak danes tega ni več, ne? Se ne uporablja? Ne, se spet začne. Ja. Lahko se dela zelo dober trening. No, še dva vaša izuma, ki sta pravzaprav začela neko revolucijo, ne? Prve drsalke iz plastike so to. Ja. No in tukaj je neka reč, ki bi spominjala na predhodnika snowboarda. Ja, to je predhodnik Snow Shuttle. Snow Shuttle ste imenovali torej? Snow Shuttle, ja.